Spiel mir auf Wege finde, ist das echt nicht so, dass es nicht geht. Ja, aber da muss man nichts balancen. Das ist halt so. Ist halt schwer. Ja. Aber es gibt ja auch keinen anderen Kraft, der das Argument. Also ich finde, das ist für mich ein sauberes Argument dagegen, dass es jetzt so ein Charakter nicht war. Ja, man kann ja auch ein Rulset ändern, zum Beispiel mit Let's Play. Ja, das ist auch, ja, aber verstehe ich. Aber warum? Nee, ich finde halt. Aus welcher Situation rechtfertigst du so einen Rules? Ja, das Problem ist, der Charakter ist ja trotzdem da. Er ist der Einzige, der das kann, aber trotzdem ist es Puff immer noch was. Das ist ja nicht wahr, aber es gibt ja andere Puff-Spieler. Es gibt ja, wenn sie jetzt zum Beispiel, was schätzt du, wenn jetzt zum Beispiel so ein Player sich überlegen würde, dann gut, dann muss ich jetzt halt das Puff da drüben, damit irgendwie die Voraussetzungen gleich sind. Also es ist ein ganz interessanter Punkt war zum Beispiel das Letten von dem Summit-Podcast, da wurde AEW gegen Jack gespielt. Und dann kam dann AEW runter und hat erstmal so 20 Minuten gefällt. Der ist auch wirklich eine Persönlichkeit, die ich mag. Aber ich meine, ich sage euch, als jemand, der sehr viel Marv spielt und sehr viel Fox spielt, sehe ich halt 100% was er meint. Was meint ihr nochmal? Er meint halt, das Matchup ist nicht brutal schlecht. Aber es ist halt zu einem Punkt scheiße, wo es einfach. Du hast null Punishes auf ihn. Ja. Er hat unglaublich viel Punishes. Er kann aus jeder Situation von der Haus einfach sofort immer wieder punishen. Verstehe ich. Und in allen möglichen Situationen bist du immer unter viel mehr Risiko. Ja, ja, ist aber in so Fighting Games ist das natürlich so. Jetzt ist die Frage, sind Blind Picks so der Weg, glaube ich. Aber es ist schon so, dass du einen Charakter pickst und dann irgendwie versuchen musst, was. Du kriegst halt dessen Stärken und dessen Schwächen. Ich meine, über was beschwert uns denn? Nee, dass es jetzt Matchups gibt, das ist irgendwie völlig falsch. Nee, er meinte, es ist ja, also ich meine auch Leute, es ist nicht schlimm, dass Fox News in der Stadt. Es ist bloß scheiße, dass die Leute dann die ganze Zeit beamen. Also auf jeden Fall, der Punkt ist, da muss man sich mal ein bisschen zusammenreißen und sagen, wenn du Fußballprofi bist, musst du dir auch anhören, schießt du mal kurz vor und so. Also das gehört so ein bisschen dazu, dass Leute, dass du was besser machst als die meisten Leute. Das ist halt so. Nee, die meisten Leute wissen halt, wie man so was macht. Das ist halt das Problem, es ist ja nicht so, als würde Marv Fox so ein militärisches Mönchsmatch-up für Höhen weisen sein, sondern es ist ja was ständig gespielt wird. Das sind ja haufenweise Foxmans Griden, ist ja wie bescheuert. Ja, absolut. Das ist halt der interessante Punkt, wir werden auch ständig super viele Foxes gegen Marv überall im Job. Das Ding ist halt jedem Level. Das ist ja genauso wie mit Wobbeln halt. Nee, Sänger hat schon lange nicht mehr verloren. Weil den hat schon lange nicht mehr vertraut. Ja, gegen Fox überhaupt. Gegen FD schon seit 2 Jahren. Als der einzige Mann, meinst du? Der Punkt, den Leffler gebracht hat, der ganz interessant war, fand ich, jetzt in Bezug auf Age-Sport, den einzigen Cup. Er meinte einfach, er hatte schon seit Jahren gesagt, alle Top-Level-Mars, bis auf den Zacken extrem hart auf FD. Und jetzt der erste Mark, der ein bisschen Aufwand reingeschickt hat, das zu optimisieren, kriegt alle Fox. Das ist halt ein Hot-Take mit Music King und so, ne? Was für eine wilde Ansicht. Die Ansicht hatte ja niemand jahrelang, haben die Leute gesagt, nee, M2K ist genau der das macht. Ja, aber Music King war der einzige von den alten Marks, der ein bisschen. Und halt, The Moon, Pew Pew waren alle krass schlecht im Vergleich zu ihrem eigentlichen Skill. Stimmt so ein bisschen. Weil sozusagen, es sind aber auch alle nicht Top-Team-Spieler. Es gab auch lange keinen Marv mehr, der Top-Team-Spieler. Es hat halt trotzdem seine Ansicht, weil sie sind halt, sozusagen, der Smash-Up ist so gut für Marv, dass es einfach gereicht hat, zu voll zu sein und irgendeinen Kack zu machen. Ist ja auch okay. Ich meine, das ist ja mit ganz vielen Charakteren so, dass man sich sagt, niemand hat mit Pikachu irgendwas gemacht, niemand hat mit Amp mit Yoshi irgendwas gemacht. Das stimmt ja auch. Das ist ja genau das, wie sich so ein Game entwickelt. Das wäre geil. Und genau, deswegen meine ich halt sozusagen, Agebox ist buchstäblich der einzige Faktor, der den Meta pusht. Kann gut sein. Ja. Aber ohne Witz, du musst halt auch wirklich die Zeit haben, den Willen, das Verständnis, dann noch irgendwie so die Reactions und den Skill und das cool bleiben, weißt du, dieses so eine Person sein, die irgendwie mit Turniernerven umgehen kann. Und dann, wenn du das alles hast, das sind ja erstmal schon eine ganze Reihe Voraussetzungen. Das finde ich halt immer geil. Dann kommt noch so ein Glückfaktor dazu, dass du irgendwie den richtigen Reach bekommst, dass du da irgendwie das bezahlen besser. Das finde ich halt am Medi so geil, dass sich das Meta die ganze Zeit knallt. Das ist cool und ich glaube. Und obwohl ohne Patches oder was so. Der Grund, warum ich das meiner gerade zu mir ist, weil ich halt hier so radikal unterschiedlich bin. Ja. Deswegen funktioniert das. Wenn die zu ähnlicher wären, dann wären die Unterschiede viel wichtiger, aber sind sie nicht. Eine wilde Charaktere ist eine ganz absurde Mischung. Ich finde aber halt, im Moment ändert sich die Meta gerade in die Richtung. Wir haben ja gerade von Richtung Doty Dudos, die man gucken. Die ändert sich halt im Moment. Im Jahr, okay, aber in den letzten 2 Jahren. Ja, total. Es ist extrem viel in Richtung Doty. Genau, richtig. Ja. Ja, das ist doch cool. Also, was findest du? Cool. Cool, das ist dann nicht cool. Also, wer ist Mario? Ich komm
glaube ich, schwierig. Ja. Was willst du noch? Was gibt's denn noch? Also, was war noch so? Ja, aber früher war ja auch zum Beispiel Meta Chic. Ja, das ist, aber die Meta ist, weil wir in der Entscheidungsentwicklung ist einfach das Defensive auch so viel, viel besser geworden. Ja. Schildbox. Ja, das ist die Ei, die Ei neuerdings, ist halt viel krasser als früher. Ja, Slide-Offs, Shield-Drops, ASDI, SDI. Das ist der Grund, warum Falco nicht mehr so gut ist in der Meta, weil Falco killt nicht früh. Jeder der Top-Charakter kann früh killen. Kann einfach das ganze Defensiv-Game einfach umgehen. Na, kommt doch der beste SDI der Welt bringt dir nichts, wenn du vom Marth down for not hit. Da bringt also, kannst du Shieldbox rein, aber das bringt immer. Deswegen ist Marth ein starker Charakter. Und deswegen ist Falco ein schlechterer Charakter geworden in den letzten Jahren. Weil Falco hat keine Gimps, aber nicht so viel. Ja, naja, Falco hat aber trotzdem relativ viele Defensiv-Optionen, zum Beispiel mit Laser halt. Aber das bringt nichts, wenn das ganze Spiel darum optimisiert wird, dass du eine Interaktion gewinnst und da auf den Kopf. Das ist das ganze Problem. Oh, Swarthream ist da. Der Marius. Weil zum Beispiel, ich merke es ja an mir selber, wie ich gegen Falco spiele. Ich gehe nur darauf, dass ich einen Laser von ihm finde, der dumm gesetzt ist. Und dann versuche ich ihn zu Neolo-Shielden und dann zu Tech-Chasen. Dann ist er tot. Wenn Gage gegen mich gewinnt, gewinnt Gage gegen euch, dass er mich tausendmal aufhält, weil er mich ultra häufig kommen muss, bis er nicht den Kill kriegt. Das ist der Grund, warum Falco in der Meta abgefallen ist. Ich glaube, er wird auch nicht wieder hochkommen. Außer wenn wir einen Durchbruch im Combo-Game haben, der so wichtig ist wie der Durchbruch im Defensiv-Game. Wird. Naja, vielleicht wird ja auch irgendwann mal ein Tech entdeckt. Gab es ja öfter mal, dass irgendwas klar gewesen wird. Ja, aber es sieht halt nicht so aus. Weil es ist halt das traditionelle Ding, was Medic cool gemacht hat, ein langes Combo-Game, weil Falco drin ist, ist halt immer schlechter geworden im letzten Jahr. Deswegen glaube ich auch, das ist für Medic halt als Zuschauersport ist halt schlecht. Weil halt so viele Sets geht halt Axe, Silke, Mann, Props und super Skills, aber halt seine Sets drehen sich darum, wie gut kann der Gegner sein Backthrow und Tailspack weiter. Und das ist natürlich rational von Axe, weil Backroll Tailspack machst, dann musst du dich nicht um SCI kümmern, musst du dich nicht um Shieldbox kümmern. Oh. Oh. Down. Clip. Experten entdecken ein Puff-Netschmerz. Das heißt auch. Ja, klar. Naja, wenn halt auch das auch ein. Ja. Naja, der muss das ja auch erst im Kopf haben, dass das West sind. Ja, das hat er bestimmt. Das war's. Okay.
Das wäre auch nice gewesen, aber. 1-1. Das ist das erste Game, was Arthur seit wie viel Weeklys gedroppt hat. Ah ne, ich habe ihn ja auch ein Game gezogen. Ja, der hat, glaube ich, schon öfter. Ja, ich habe ja letzte Woche ein Game gezogen. Gegen Dennis ist ja auch immer manchmal meistens 3-2 über. Oh, das ist immer ein schlabierter Gangster. Das hat echt kacke. Möglichst vielen Kanälen das haben. Das schau, dass man irgendwie bei Smash GG keine. Wie heißt denn das? Da kannst du Ehre nicht canceln. Nee, oder Announcement sowas machen. Ja, ich bin ja bei Smash GG Developer Ding. Und die möchten jetzt so eine Regional Pages machen. Aber ich möchte. Das habe ich auch gekriegt. Das habe ich. Ich habe mal angemeldet. Eine E-Mail, ja. Beim Form. Cover? Ne, ist halt auch so. Wir können irgendwie Regionals auch gesteckt werden für Länder und so, dann auch Städte und. Ich hasse es, längere Texte auf dem Handy zu schreiben. Ich hasse es mit so einer Tastatur zu schreiben, weil es deutsche Tastatur ist. Ich habe ja bei mir zu Hause nur englisch-amerikanische oder internationale. Ich kann ja auch gleich die USB-Stick Thank you.
und der Homie Stock. Irgendwie bei Twitter ausschalten, dass das oben mit diesem Tweet. Achso, kann man. Das ist das erste Mal, dass ich sinnvoll als Trainer bekomme. Hey, und sag es nicht in Honolulu's Gegenwart. Ha, apropos, wir können jetzt Cruise machen. Ja, noch nicht, es macht doch. Oh, Cruise! Cruise.